Hallo zusammen und damit herzlich willkommen. Viele von euch wollten nähere Informationen zu den neuen temporalen Rissen erfahren, deshalb möchte ich an dieser Stelle etwas weiter darauf eingehen. Woher sie kommen, was sie machen und welche Auswirkungen das auf euch Spieler hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Ein Riss ist im Grunde genommen eine temporale Singularität. Diese erscheint zufällig an einem beliebigen Punkt der Karte. Wenn ihr euch einen Riss nähert, wird eure temporale Stabilität sehr schnell aufgebraucht und ihr solltet euch so schnell wie möglich aus dem Bereich entfernen. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber die Risse ersetzen wohl die negativen temporalen Bereiche, welche im Spiel vorher vorhanden waren. Beim Test mit mehreren neu erstellten Karten konnte ich keine Bereiche entdecken, in denen sich das Zahnrad nach links gedreht hätte. Daher vermute ich, dass dies nur noch im Bereich der Risse passiert oder wenn ihr tief in den Untergrund geht. Zumindest dort konnte ich das nachweisen. Was macht die Risse jetzt besonders? Nun, im Bereich von 25 Blöcken spawnen dort die Oberflächendrifter. Ich habe es aktuell nicht nachweisen können, dass Drifter weiterhin auch bei Nacht spawnen. Dafür habe ich mich im Survival bei 24 Uhr einfach auf die Karte gestellt und abgewartet. Auch nach mehreren Ingame-Stunden kamen keine Drifter. Da gehe ich davon aus, dass dies nun auch durch die Risse ersetzt wurde. Wenn ihr in der Weltkonfiguration jedoch die Mechanik für die temporale Instabilität deaktiviert, was auch mit einem Server- bzw. Ingame-Chat-Command funktioniert, werdet ihr keine temporalen Löcher oder Risse mehr haben und die Drifter spawnen wieder ganz normal bei Nacht. Es ist nun in dem Fall auch sehr wahrscheinlich, dass sich ein Riss mitten in eurem Haus öffnet und dort Drifter spawnen. Der Vorteil dabei ist jedoch, dass die temporale Instabilität nicht von Dauer ist und nach ca. 2-3 Tagen wieder verschwindet. Ob in Zukunft diese Mechanik weiter ausgebaut wird, kann ich zu dem aktuellen Stand der Entwicklung nicht sagen, dafür fehlen mir einfach zu viele Informationen. Spielt ihr im Kreativmodus, im Singleplayer oder habt ihr eine kreative Karte erstellt, werden dort keine Risse erscheinen. Ihr könnt mit dem Befehl /rifttest spawn einfach ein paar Risse erzeugen, die nach einer kurzen Zeit auch wieder verschwinden. Diese tauchen dann um euch herum auf und ihr könnt euch testweise anschauen, wie die sich verhalten. Viel mehr kann ich euch zu den Rissen noch nicht erzählen, da diese bisher die einzigen Informationen sind, die mir vorliegen bzw. die ich durch das Testen herausgefunden habe. Solltet ihr weitere Infos dazu haben, ergänzt doch einfach das Video mit einem kurzen Kommentar. Ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und wer mich nicht kennt, kann gerne ein Abo hinterlassen. Wir sehen uns in einem weiteren Video. Macht's gut bis dahin und bleibt so schön. Vielen Dank fürs Zuschauen.